Sehr vielen Dank für jene Einleitung. Ja, ich spreche auf Englisch. Ich muss ein bisschen verändern, Englisch zu sprechen. The high point for Social Democratic Party. Die Hauptursache bzw. die Hauptzeit für die Sozialdemokratie waren die 1960er Jahre hier in Europa. Das war ein Zeitpunkt, wo sie tatsächlich irgendwo zwischen 40% und 48% der Stimmen bekamen. Aber nur in wenigen Ländern, Deutschland, also vor allem die Bundesrepublik, eben Westdeutschland, Großbritannien, Norwegen, Schweden und Österreich. Und außerhalb von Nordwesteuropa noch diese kleine Insel Malta, die eigentlich jetzt noch zu den Bastionen der Sozialdemokratie gehört. In anderen Staaten war die Sozialdemokratie nicht so stark, also nicht in Dänemark oder in den Niederlanden. Da haben sie keine 40% oder gerade mal 40% bekommen. In Frankreich und Italien waren das vor allem die kommunistischen Parteien, die dominierten. Und in den anderen Staaten, also Spanien, Portugal oder auch Griechenland, hatten wir faschistische oder kommunistische Diktaturen. Also die Hochzeit der Sozialdemokratie befand sich eben in dieser Ecke von Nordwesteuropa in den 1960er Jahren. In den 1980er Jahren, also 20 Jahre später, kann man sagen, hatten sich die Dinge verändert. Es gab einen Rückgang, vor allem für die Labour-Partei in Großbritannien. Und auch in der SPD hat man einen Rückgang verzeichnet. Und jetzt haben wir Griechenland, Spanien und Portugal, die natürlich demokratische Staaten sind, mit einer starken Demokratie, Sozialdemokratie. Dieser Rückgang begann irgendwo zwischen den 1980er Jahren und gestern. Und das hier, diese Grafik, stellt den Stimmenanteil westdeutscher sozialdemokratischer Parteien dar, und zwar ein Vergleich zwischen 1985 und den neuesten Wahlen. Ich habe das jetzt vor den österreichischen Wahlen zusammengestellt, aber diese Grafik würde sich dennoch nicht verändern, denn die SPÖ hat genau das gleiche Ergebnis erzielt wie 2013. Und so sieht die Situation momentan aus. Und fast überall, kann man sagen, gab es diesen Rückgang seit den 1980er Jahren, mit einigen Ausnahmen. In Italien sehen wir einen vorübergehenden Anstieg der Stimmen, sowie auch in Großbritannien und Portugal. Aber insgesamt, muss man sagen, verlieren die Sozialdemokraten Stimmen. Und das ist natürlich das große Problem. Und das hat zum Teil, nicht ausschließlich, aber zum Teil mit einer Fragmentierung der Linken zu tun. Seit den 1970er Jahren gab es natürlich wichtige kommunistische Parteien in vielen Ländern, und das hat zu einer bestimmten Fragmentierung geführt, aber dennoch zu einer Dominanz der sozialdemokratischen Parteien. Aber seit dieser Zeit gibt es eine neue Form der Fragmentierung, und die hat mit dem Aufkommen der grünen Parteien zu tun und dann auch mit dem Aufkommen der Parteien, die noch stärker linksgerichtet sind als die Sozialdemokraten. Und man muss hier vorsichtig sein mit der Wortwahl, vor allem wenn es um nationalistische Parteien geht. Ich meine nationalistische Parteien innerhalb der existierenden Nationalstaaten. Und manche befinden sich da sehr stark am linken, andere sehr stark am rechten Spektrum. Wir nennen die hier links stehende Parteien. Ich habe da auch die Grünen mit aufgenommen, auch Parteien wie die Linke, Podemos, Syriza und aber auch die schottische Nationalpartei und Sinn Féin.
die ehemals terroristische Partei aus Irland. Ich habe nicht die katalanische Nationalpartei da eingruppiert, denn die würde ich nicht dieser Gruppe zuordnen. Also Sie sehen hier tatsächlich, das ist eine Art bunte Reihe von links stehenden Parteien. Und im Vergleich zur vorhergehenden Grafik sehen wir, dass der Stimmenanteil hier viel höher ist. Offensichtlich ist das so. Und dennoch sehen wir, dass es einen Rückgang in den meisten Staaten seit den 1980er Jahren zu verzeichnen gibt. Wir können also den Rückgang dieser links stehenden westeuropäischen Parteien nicht nur mit der Fragmentierung erklären, aber wir sehen eben auch, dass die Politik der jeweiligen Parteien, die Politik der jeweiligen Parteien, der Linksparteien, aber ich sage das auch in einer Minute, vor allem auch der Rechtsparteien, sehr stark mit dieser Art Fragmentierung zu tun hat. Die Situation ist eigentlich noch schlimmer, denn wenn wir uns mal die Wahlbeteiligung betrachten, Turnout im Englischen, so sehen wir, dass auch hier in vielen Ländern seit Mitte der 1980er Jahre ein Rückgang zu verzeichnen ist. Und die Wahlbeteiligung in Österreich ist tatsächlich angestiegen im Vergleich zu 2013. Die ist irgendwo bei 79%, aber immer noch niedriger als 1985. Und man muss sagen, dass überall die Wahlbeteiligung zurückgeht. Es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, Italien, aber allgemein kann man sagen, dass weniger Menschen zur Wahlurne gehen. Der Rückgang der Sozialdemokraten in der Bevölkerung als Gesamtes, mit anderen Worten, der Ort der Sozialdemokraten im Herz einer ganzen Bevölkerung, ist nicht mehr so stark wie früher. Und hier stellt sich die Situation wirklich schlechter dar, als wenn wir nur den Stimmenanteil betrachten. Hier ist der Stimmenanteil korrigiert um die Wahlbeteiligung. Und hier sehen wir wirklich, dass wir bei einem ganz kleinen Prozentsatz der Bevölkerung stehen. Es gibt ein oder zwei Länder, wo wir immer noch einen Anstieg sehen. Und Sie können vor allem auch hier erkennen, dass Malta wirklich der sozialdemokratischste Ort in Westeuropa ist. Seit 1990 haben wir natürlich noch die neuen Demokratien in Europa, nämlich die Länder aus Mittel- und Osteuropa. Und hier möchte ich mich auf die Länder in Mittel- und Osteuropa beschränken, die Mitglied der Europäischen Union sind. Hier gibt es aber immer noch ein beunruhigendes Bild. Die Sozialdemokratie hat sich in vielen dieser Länder nicht als starke Bewegung etablieren können. Ich habe hier auch Deutschland mit aufgenommen als eines der mitteleuropäischen Länder, weil Deutschland ja eigentlich nach 1990 ein neues Land ist. Ich habe hier 1985 auf der Folie stehen, weil ich einfach Copy und Paste von den anderen Grafiken gemacht habe, aber ich meine hier eigentlich seit 2000. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass diese neuen Demokratien circa ein Jahrzehnt brauchen, um sich zu ordnen. Und dann habe ich mir eben den Stimmenanteil mitteleuropäischer sozialdemokratischer Parteien innerhalb dieses kurzen Zeitraums, also 15 Jahren, angeschaut. Und wir sehen hier, dass in den meisten dieser Länder die sozialdemokratischen Parteien relativ schwach sind. Es gibt in vielen Ländern einen Rückgang, aber hier und da auch einen Anstieg. Kroatien zum Beispiel, Rumänien und die Slowakei und auch Lettland. Man muss aber etwas über das Parteiensystem sagen in diesen Ländern. Die sind nämlich anfällig für ganz schnelle Veränderungen durch Wahlen.
Parteien können hier ganz wie über Nacht zusammenfallen und sich dann neu formieren in einer neuen Partei. Und es ist ganz interessant, diese ehemals kommunistischen Länder mit Spanien, Griechenland und Portugal zu vergleichen. Als diese europäischen Staaten aus dem Faschismus herauskamen, haben sie relativ schnell anerkannte Parteiformen übernommen, also Sozialdemokraten, eine konservative Partei oder liberale Parteien. Und bis vor 3 Jahren war dieses Parteiensystem auch relativ stabil. Sie sind also schnell dem westeuropäischen Parteimuster gefolgt. Das Gleiche kann man aber nicht sagen über die mittel- und osteuropäischen Staaten, denn der Kommunismus hatte dadurch wirklich eine ganz andere Spur hinterlassen und ein viel mächtigeres Erbe hinterlassen. Wir können also nicht so viel positive Geschichten erzählen über Mitteleuropa. Was für Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Ich werde 3 Punkte anführen. Der erste ist, dass dieser Rückgang der Sozialdemokratie Teil eines allgemeineren Rückgangs der stabilen Parteien der Nachkriegszeit ist. Denn das Gleiche ist auch bei den Mitte-Rechts-Parteien geschehen. Nur 2 Mitte-Rechts-Parteien haben ihre dominierenden Stellungen in ihren Ländern beibehalten können seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist die CDU-CSU in Deutschland und die Konservative in Großbritannien. Die anderen dominierenden Parteien, wie zum Beispiel die Christdemokraten in Italien, sind zusammengebrochen. Und auch die bürgerlichen Parteien in Skandinavien bestanden immer aus verschiedenen Parteien, ganzen Gruppen von Parteien. Und auch in Frankreich sehen wir, dass die Identitäten der Parteien sich verändern können. Deutschland und Großbritannien sind also die einzigen beiden Länder, in denen es konservative, also Mitte-Rechts-Parteien gibt, die eine vergleichbare dominierende Stellung haben wie früher die sozialdemokratischen Parteien. Die Mitte-Rechts-Parteien sind ansonsten genauso von Fragmentierung betroffen wie die sozialdemokratischen oder die Mitte-Links-Parteien. Man kann natürlich immer Koalitionen bilden, aber insgesamt sehen wir einen Rückgang dominierender Parteien. Und ich denke, das lässt sich relativ leicht verstehen. Wir haben das als etwas Selbstverständliches hingenommen in den 1950er, 1960er, 1970er Jahren, dass die Natur uns irgendwie hübsch organisierte Parteien und ein schön organisiertes Parteiensystem gegeben hat, wo man die Wahl hat zwischen 2 dominierenden Parteien oder Parteigruppen, dazu noch ein paar kleinere, mit denen man dann Koalitionen bilden kann. Wir haben das so hingenommen, als wäre das etwas Gottgegebenes. Aber das hing von sehr besonderen historischen Bedingungen ab. Es war das Ergebnis von Kämpfen um Inklusion, Exklusion von Bürgern, Kämpfen, die auf den sozialen Identitäten beruhten, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert so wichtig waren. Und 2 waren es insbesondere, nämlich die Klasse und die Religion. Die Leute waren sich sehr bewusst darüber, dass sie einer bestimmten Klasse angehörten, einer bestimmten Religion angehörten und dass sie wegen dieser Klasse oder Religion beispielsweise von der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen waren. Und daher haben sie sich dafür eingesetzt, für die Identität gekämpft, für ihre Beteiligung gekämpft. Andere wussten, dass sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Klasse und Religion eingeschlossen waren und bekämpften dann die anderen. Und ja, es gab dann diverse Auseinandersetzungen zwischen diesen verschiedenen Zugehörigkeiten, die sich dann in bestimmten Parteien nachher wiederfanden. Diese Kämpfe um soziale Identität und wo sie standen, waren konstitutiv. Die Leute wussten damals, wer sie sind, um das so auszudrücken. Dann waren diese Kämpfe oft auch gewaltsam um Exklusion oder Inklusion.
Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet sich dann irgendwann die allgemeine Überzeugung, dass all diese Leute die Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Und ich spreche jetzt hier über Westeuropa. Diese alten Kämpfe haben den Menschen einen Sinn für eine politische Identität gegeben. Und im Lauf der Zeit ist das dann verblasst. Es wurde zu einer Erinnerung, an die Kämpfe der Großeltern, nicht an die eigenen. Und zur gleichen Zeit hat sich auch die Gesellschaft verändert. Die Klassen, die der Nährboden für die großen Klassenkämpfe waren am Beginn des Jahrhunderts, gingen dann zurück mit der zunehmenden Industrialisierung. Neue Klassen bildeten sich heraus. Neue Berufsformen bildeten sich heraus, aber es ging nicht mehr darum, für die Bürgerrechte zu kämpfen, denn man hatte die ja nun bereits bekommen. In Europa und auch in den Vereinigten Staaten ging die Bedeutung der Religion zurück und so spielten auch Kämpfe um religiöse Identität nicht mehr so eine große Rolle. Die Erinnerung an die vergangenen Kämpfe verblasste allmählich. Die gesellschaftlichen Gruppen, die die alten Identitäten trugen, gingen ebenfalls zurück. Und damit ist es nicht überraschend, dass die politische Bedeutung der Parteien, die auf diesen Identitäten basierten, im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren hat. Diese Parteien hatten dann nicht mehr so viel Widerhall in der Bevölkerung. Und das ist ganz wichtig, wenn man verstehen möchte, warum die großen, beherrschenden, dominierenden Parteien ihre Macht verloren haben. Es gibt einen zweiten Grund, also der zweite von meinen drei Punkten, der etwas spezifischer ist für die Sozialdemokratie. Und das ist die extrem paradoxe Konsequenz der Finanzkrise von 2008. In den zwei Jahrzehnten davor hatten die Sozialdemokraten mit großen Herausforderungen seitens der Liberalen zu tun, also Forderungen wie Steuersenkungen, dass der Staat kleiner werden soll, schlanker werden soll. Und diese Argumente waren sehr populär. Das begann in den Vereinigten Staaten mit den Demokraten unter Clinton und wurde dann von Tony Blair und New Labour in Großbritannien übernommen, fand sich dann in der neuen Mitte in Deutschland wieder und hat sich über die meisten sozialdemokratischen Parteien ausgebreitet. Es gab diesen Wunsch, einen großen Teil des Neoliberalismus zu übernehmen. Es gab natürlich immer Unterschiede. Die Sozialdemokraten haben immer an soziale Ausgaben, an den Sozialstaat geglaubt, zumindest mehr als die Liberalen oder Neoliberalen. 2008 kommt es dann zur großen Krise, riesigen Krise. Und die Finanzkrise war letztlich eine Krise der neoliberalen Deregulierung. Die sozialdemokratischen Parteien in Europa haben aber trotzdem nicht plötzlich begonnen, ihre Wahlen zu gewinnen nach diesem Datum, denn sie waren schon zu neoliberal geworden. Sie haben ihre Wandlung in die neoliberale Familie damals schon abgeschlossen, hatten auch die Deregulierung des Finanzsektors begrüßt und konnten sich nicht mehr auf ihre ideologische Position zurückziehen und sagen, wir haben es doch schon immer gesagt. Und damit haben sie diesen Moment verpasst. Aber irgendjemand musste daraus gewinnen von diesem Moment. Das konnten nicht die großen konservativen Parteien sein, denn auch sie hatten die neoliberalen Gedanken übernommen. Aber dieser Ärger, dieser Zorn in der Bevölkerung, die Verärgerung über das, was geschehen war, führte dann zum Entstehen neuer Parteien in Südeuropa, insbesondere in Spanien und Griechenland, führte das zu großen neuen linken Parteien, interessanterweise. Auch in Deutschland und einigen anderen Ländern gibt es neue
Gruppierungen auf der linken Seite. Aber in diesen beiden Parteien waren sozialdemokratische Parteien vorher relativ klein. An anderen Orten sieht man die Entwicklung, dass je reicher das Land ist, je sicherer die Bevölkerung ist, desto mehr hat sich die Bevölkerung zur extremen Rechten hingewendet. Wir sehen also hier das Aufkommen von Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit, was mittlerweile auch hier in Deutschland angekommen ist. Und es gab eine gewisse Rhetorik über Eliten, die das Volk verlassen hätten, die das Volk betrogen hätten, eine Rhetorik, die in Nordeuropa und auch in den Vereinigten Staaten natürlich von den Rechtspopulisten aufgegriffen wurde. Und das bringt mich zum dritten Punkt, wenn ich darüber spreche, was mit den Problemen der Sozialdemokratie eigentlich passiert ist. Das ist im Grunde das Problem der Parteien der rechten Mitte oder der Mitte-Rechtsparteien. Das sind auch wieder diese Themen Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus, die von den Populisten kommen. Wenn ich zurückkomme zum Rückgang von Klasse und Religion als Faktoren für die soziale Identität, die in der Vergangenheit eine große politische Bedeutung hatten, und wenn man sich die heutige Bevölkerung anguckt und sich die Frage stellt, was für eine soziale Identität haben die Leute denn? Welche soziale Identität haben sie, die auch eine politische Bedeutung hat, dann findet man sich eigentlich nur noch mit der Nation. Und in einer Zeit, in der die Wirtschaft globalisiert ist, wenn es große Zahlen an Zuwanderern und Flüchtlingen gibt, die in die Länder kommen, und wenn es nur eine ganz kleine Zahl an islamischen Terroristen gibt, also eine ganz winzig kleine Zahl, die aus ähnlichen Kulturen kommen wie die Flüchtlinge, dann kann man sehen, warum Nation plötzlich eine politische Bedeutung bekommt, die sie zuletzt in den 1930er Jahren hatte. Also bevor der Nationalsozialismus, der Faschismus aufkam. Vor dieser Zeit haben fast alle etablierten Demokratien in der westlichen Welt gesagt, dass Nationalismus etwas Riskantes ist. Ja, natürlich gibt es immer Gelegenheiten, zu denen man die Nationalflagge schwenkt, aber wir machen das nicht zu viel, da es ein erhebliches Risiko bildet. Aber nach 2008, nach 2010, nach dem Zusammenbruch von Syrien und den Krisen in verschiedenen nordafrikanischen Ländern, in Libyen und so weiter, durch die ganze Wellen an Flüchtlingen kamen. Ich meine, die meisten Flüchtlinge kommen gar nicht nach Europa. Die meisten Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Nordafrika gehen in die Nachbarländer, die genauso arm sind wie sie selbst. Die wirkliche Flüchtlingslast aus dem Nahen Osten und Nordafrika lastet auf der Region selbst. Aber einige Flüchtlinge kommen nach Europa und wir machen da viel größeres Aufhebens drum, als die Menschen in Nordafrika und dem Nahen Osten das machen. Ja, und deshalb bietet das den Parteien natürlich eine Möglichkeit, das auszunutzen. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass es auch eine Veränderung gab in der Beziehung zwischen den beiden großen Achsen, nach denen die politische Trennung verlief, nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon seit der Französischen Revolution im Grunde. Die erste Achse verläuft zwischen dem Konservatismus in all seinen Ausprägungen, also ursprünglich aristokratisch, religiös, christlich, gegen liberale Reformen, Stabilität versus Veränderung. Und das ist eine sehr tief eingebettete Achse der politischen Konflikte, die schon seit gut 200 Jahren besteht. Die zweite bildete sich während des 19. Jahrhunderts heraus im Zuge der Auseinandersetzungen um die Arbeiterrechte. Das ging da um Gleichheit und Ungleichheit.
Ein Ruf nach Freiheit ist oft auch ein Ruf nach mehr Gleichheit, aber letztlich treten diese beiden Konzepte auch in Konflikt miteinander. Und die politischen Parteien bewegen sich um diese beiden Achsen herum. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Frage nach Gleichheit und Ungleichheit wichtiger, als dann das Christentum an Bedeutung verliert und die wirklich Konservativen auch ja, viele Dinge akzeptieren, die sie im 18. Jahrhundert noch nicht akzeptieren konnten. Die Auseinandersetzung um die Frage der Freiheit gerät ein bisschen in den Hintergrund. Natürlich war die sehr wichtig mit dem Aufstieg des Faschismus in der Zwischenkriegszeit, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Achse konservativ versus liberal, freiheitlich nicht mehr so bedeutend und es geht viel mehr um Fragen der Gleichheit und der Ungleichheit. Das ist die dominierende Achse im politischen Leben und das ist die Achse, mit der die Sozialdemokratie am glücklichsten ist. Ja, wir sind in diese Welt gekommen, um für Gleichheit einzutreten, um die Wohlhabenden stärker zu besteuern, um Gewerkschaften zu gründen, die die Rechte der Arbeitnehmer vertreten können. In dieser Ecke der Achse befindet sich die Sozialdemokratie. Und was wir jetzt sehen, ist das Wiederaufkommen dieser ersten alten Achse, teilweise weil die Sozialdemokraten es aufgegeben haben, gegen die Ungleichheit zu kämpfen, aber noch wichtiger meiner Ansicht nach deshalb, weil konservative Identitäten, also diesmal mehr um die Nation als um Religion, wichtiger werden, also Nation gegen Kosmopolitismus. Das wird wieder wichtiger und die Parteien werden sich jetzt allmählich klar darüber, wo sie auf dieser Achse stehen. Denn was auch seit 2008 passiert ist, ist, dass der neue konservative nationalistische Flügel der Politik irgendwie auch die Kritik an der Ungleichheit aufgegriffen hat, aber sie machen das auf eine ganz andere Art und Weise. Sie kritisieren die Eliten und letzten Endes kritisieren sie die liberalen Eliten. Das sieht man ganz deutlich bei Donald Trump, aber auch bei Marine Le Pen. Ja, diese Beschwerde über die Eliten basiert letztlich nicht darauf, dass es Ungleichheit gibt, sondern diese Kritik geht dahin, dass die Eliten bestimmen, wer in ein Land zum Beispiel hineinkommt, Zuwanderer, Muslime und so weiter, also Bevölkerungsgruppen, die die Konservativen traditionell nicht mögen. In Russland und Polen sind es auch viele Fragen der Sexualität. Und was genau die neuen konservativen Themen sind, das unterscheidet sich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Aber oft wird hier Nationalismus mit sexueller Intoleranz verbunden. Und deshalb ist Putin eine so wichtige Figur, weil er das alles in sich verkörpert. Und Ähnliches sehen wir auch in Polen. Und interessant ist, dass auch Leute, von denen man denken sollte, dass sie antirussisch sind, wie zum Beispiel die Konservativen in Polen oder auch in den USA, da doch gemeinsame Basis finden. Und gerade wenn es dann zu Themen kommt wie Gender, sexueller Ausrichtung. In anderen Ländern funktioniert es anders. Also zum Beispiel in Großbritannien sind die Themen Gender und Sexualität fast von der politischen Agenda verschwunden. Zu diesen Themen sind eigentlich alle liberal. Aber was wir sehen können, sind, dass die Achsen sich verschoben haben in Hinblick auf ihre Wichtigkeit und auch in Hinblick auf die Interpretation. Und für die Sozialdemokratie bedeutet das nun, dass sie
die Agenda der Ungleichheit wiederentdecken muss. Im Augenblick sind die Menschen in der Welt, die am meisten über das Problem der Ungleichheit sprechen und darüber sprechen, warum es zu viel davon gibt, das sind die OECD und der Internationale Währungsfonds. Und wenn die da vorangehen können, dann kann die Sozialdemokratie sicherlich auch folgen. Und dieses Thema, diese Achse der wirtschaftlichen Gerechtigkeit neu entdecken. Wo die Sozialdemokratie auf der anderen Achse steht, auf der die mächtiger wird, sind wir noch mitten in der Debatte. Und ich denke, die Sozialdemokratie muss für Multikulturalismus und Kosmopolitismus stehen. In meinem Land hat Theresa May vor einem Jahr gesagt, wenn sie kein Bürger der Welt sind, dann sind sie nirgends ein Bürger. Man kann zumindest schon mal versuchen, ein europäischer Bürger zu sein. Das ist schon mal die halbe Miete. Das ist eine Option, die für Theresa May ausgeschlossen ist, natürlich. Also ich selbst kann kein Nationalist sein. Ich muss kosmopolitisch sein. Aber ich denke, dafür gibt es auch intellektuelle Gründe, warum man diese Position annehmen muss. Ja, das hat auch was mit politischer Taktik zu tun. Und das ist etwas, was die Österreicher in den letzten Tagen gelernt haben. Wenn man der Agenda des Rechtspopulismus folgt, dann stellt man fest, dass man sie plötzlich legitimiert. Wenn man sagt, ja, es gibt ein muslimisches Problem, es gibt ein homosexuelles Problem, es gibt ein jüdisches Problem. Wenn man erst einmal eine Gruppe von Menschen als Problem identifiziert, dann beginnen die Menschen nach Lösungen für dieses Problem zu suchen. Und wenn man sagt, ja, die Sprache dieser Leute ist ein Problem, dann, ja. Und natürlich ist der Terrorismus ein Problem und natürlich ist der islamische Terrorismus ein Problem. Das ist steht gar nicht in Frage. Natürlich gibt es Probleme damit. Es gibt Probleme mit Teilen der islamischen Gesellschaft. Aber das ist etwas sehr Spezifisches. Und das ja, deshalb ist es eine politische Taktik, einen Raum zu öffnen, in dem man sich positionieren kann. Und das abschließende Argument ist ein größeres, wichtigeres Argument. Wir leben in einer zunehmend globalisierten Welt. Und auch wenn das Donald Trump nicht gefällt, wird das so bleiben. Die Menschen werden immer mehr reisen, sie werden immer mehr kommunizieren, immer mehr einander verkaufen. Die Digitalisierung vergrößert die Möglichkeiten für globalen Kontakt. Wir sind eine vernetzte Welt, die ganz stark miteinander verbunden, verflochten ist. Und in dieser Welt die Bedeutung der Nation gegen diese globalen Verbindungen zu betonen, wird früher oder später scheitern, wenn die Politik sich nicht mit dem Bereich beschäftigen kann, auf dem alles passiert. Ja, es gibt das Subsidiaritätsprinzip. Also man muss nicht alles auf die supranationale Ebene anheben. Wir haben die Möglichkeit, die verschiedenen Ebenen zu nutzen, von dem internationalen Handelsabkommen bis hin zur lokalen Ebene. Aber die Idee, dass ein Staat allein souverän ist und mit anderen Staaten nur am Verhandlungstisch zusammenkommen soll, das ist in der modernen Welt zum Scheitern verurteilt. Denn wir leben in einer Welt, die sehr eng miteinander verbunden ist, in der wir alle voneinander abhängen. Und man kann sich davon nicht trennen. Dankeschön.